RTL-Reporterin Antonia Rados hört auf. Nach 25 Jahren wird die Journalistin nicht mehr für den Sender vor der Kamera stehen. Das hat RTL jetzt bekannt gegeben. Zuletzt war die 69-Jährige im Frühjahr 2022 in der Ukraine im Einsatz. Mehr als ein Vierteljahrhundert war RTL meine journalistische Heimat und ich habe all die Jahre gerne für den Sender gearbeitet, wird Rados in der Mitteilung zitiert. Sie habe viele Möglichkeiten erhalten, sich als Reporterin zu verwirklichen. Rados wurde 2003 einem breiten Publikum bekannt, als sie live über den Irakkrieg aus Bagdad berichtete. In ihrer langen Karriere heimste die Österreicherin zahlreiche Preise ein. Ausgezeichnet wurde sie unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis.